So, was ich vorhin meinte ist, viele setzen ihren Feuerstrahl so an und striken dann so rein. Dabei kann es passieren, wenn ihr unachtsam seid, dass ihr euch das Zündernest so zerstört. Ich mache das wie folgt. Ich setze mein Messer vor dem Zündernest an. Wenn das Zündernest sehr bauschig ist, dann kann man das Messer so schräg nach oben halten. Dann nehme ich meinen Feuerstrahl, setze ihn ganz hinten an der Kante an und ziehe einfach durch. Zack. Und schon brennt's.